Jo, nun gehen die Chaostage bei mir los. Ich wurde vorher mehrfach gewarnt, aber wenn man da nicht so richtig weiß, wie was kommt, dann muss man sich überraschen lassen. Ich hatte übles Schwein gehabt, dass hier nicht mehr passiert ist, aber ihr seht, hier gab es einen kleinen Kurzschluss und die vier Zellen haben sich jetzt schön entladen, sozusagen, unter einem kleinen Feuerwerk. Ja. Ist beim Laden passiert, mit 1 Ampere habe ich geladen. Ich weiß nicht, wo die Back-EMF-Pulse sich da hier einen Weg gesucht haben, aber in dem Moment habe ich an Calvins Video gedacht, als er den Motor gezeigt hat, wo er die Anschlüsse mit Heißleim am Stator verbunden hat und während des Betriebes sind da im Heißleim kleine blaue Blitze hin und her gewandert. Ja. Da das der Back-EMF vom ReMF-Charger höchstwahrscheinlich auch macht, ne, so einen Hochspannungspuls hier reinzuhauen. Kann ich jetzt sagen, das ist extrem scheiße mit den Heißleim. Ne, da brauchen wir irgendwas, was einen höheren Widerstandswert hat, aber das Zeug hier leidet noch zu gut, der Heißleim, oder zumindest auf diesen Kriechstrecken. Ne? Zwischen Heißleim und der Zelle hat man ja in der Mitte so eine Kriechstrecke, so eine Art Membran. Und den Wink mit dem Zaunspfahl, den habe ich von den Bastelkollegen schon 2017 bekommen. Da geht es nämlich um solche Figuren. Ne? Hüben und drüben Hochspannung anlegen an so ein Holz. Hier ist eine kleine Schicht mit Salzwasser drauf. Ja, und dann sucht sich der Strom auf der Oberfläche seinen Weg und brennt sich so hindurch. Das hat der Strom dann nämlich auch bei der Solarplatte gemacht. Ja, also der Akku fürs E-Scooter-Pferdchen und das Solar, wo das E-Scooter-Pferdchen dann praktisch immer gefuttert hat, das gibt es jetzt nicht mehr. Ich durfte mal kurz reingucken, aber ja, dann ist gleich das Level erhöht worden. Ne? Da ist jetzt nichts mehr mit einfach mal provisorisch irgendwas hinmachen. Ne? Da sind wir hier bei Leistungen unterwegs, da muss das echt, ja, professionell will ich nicht sagen, weil in Amateur steckt ja angeblich das Wort Amour drin, ne? Dass man es wirklich mit Liebe macht. Und Profis machen alles extrem perfekt und übelst schnell. Ich weiß nicht, ob ich Profi werden kann. Wir werden es sehen. Aber vielleicht ist dieses Profi-Ding ja auch so ein Schwarmbewusstseins-Ding, ne? Das dann nur klappt, wenn mehr mitmachen. Wer weiß. Vielleicht ist es aber auch ein Zeichen, um jetzt endlich mal ein paar Sachen nachträglich so zu erläutern, wie es da in manchen Videos nicht so rüberkommt. Ich habe ja mehrere Videos gemacht, wo ich angefangen habe zu testen und dann kein so richtiges Ergebnis geliefert habe. Das liegt auf der einen Seite daran, weil ich da einfach nicht weitergekommen bin bei den einzelnen Dingern oder bei anderen Sachen, ja. Wo fangen wir denn mal an? Also, als erstes geht mir da immer wieder dieses Zahnvideo durch den Kopf. Ich habe ja so ein Video drüber gemacht, ob jetzt Zähne nachwachsen können. Und habe den herausgefallenen Backenzahn gezeigt. Und wenn euch interessiert, wie es da momentan ausschaut, also die eine Hälfte vom Backenzahn ist immer noch drin, nach wie vor. Es ist Haut drüber gewachsen, mit Nüssen muss ich aufpassen. Ne, also wenn ich irgendwelche Nüsse esse, dann muss ich sehen, wo die gekaut werden können, wenn ich da einfach ram, ram, ram und mit der Stelle dann eine Nuss zerbeiße, das tut dann schon ein bisschen weh. Ne? Ja, aber ansonsten toi toi toi, wie lange ist es her? 2011, 2012, jetzt haben wir 2018, also 6 Jahre. Ja, aber komplett nachgewachsen sind keine Zähne bei mir. Ne? Also ich habe ab und zu ein paar schwarze Stellen zwischen den Zähnen, kommt drauf an, wie ich psychisch unterwegs bin und welche Nahrung ich da zu mir nehme. Ja, wenn ich dann
nach solchen Stressphasen dann manchmal wieder in ruhiges Fahrwasser kommen, dann heilt das auch. Also das konnte ich schon öfters beobachten, dass dann diese Zahlen liegen, zumindest zwischendurch, dann schon wieder gut geworden sind. Ne? Bei so kleinen Sachen kann ich es bestätigen, dass es funktioniert, aber bei großen Backenzähnen, wo eine Füllung drin gewesen ist, also ich glaube, so, so komplett von alleine unter diesen Bedingungen hier kann da nichts nachwachsen. Ich hatte auch ein interessantes Gespräch mit einem Zahnarzt aus Österreich gehabt. Ja, der wollte unbedingt mit mir reden. Ich habe schon gedacht, oha, jetzt kriegst du dein Fett weg hier, weil du das Zahnvideo hochgeladen hast. Aber nö, der wollte sich einfach einen Generator bauen und sein E-Bike, glaube ich, ein bisschen aufrüsten. Da habe ich ihn einfach mal gefragt, wie denn das ist, so auch in der österreichischen Zahnärztelandschaft, wie weit da das Wissen verbreitet ist. Und da hat er gesagt, theoretisch schon, das mit dem Zähne heilen oder sogar auch nachwachsen. Aber wir sind in so einer Gesellschaft, da würden wir angeblich viel zu viel essen und würden es nie schaffen, mal die nötige Zeit ohne Nahrung auszukommen, was dann die Heilungsphase eben behindert. Ja, das war sein Wortlaut gewesen. Kann ich jetzt vielleicht mal weitergeben. Was hat man noch, was ich bereinigen müsste, um in die Energien des Jahres 2018 starten zu können? Das mit dem Heißleim, dass das scheiße ist um Akkus rum, haben wir geklärt. Solarzellen einfach auf dem Dach festmachen, sodass das Kabel an die Solarzelle kommen kann, habe ich euch auch gezeigt. Das ist auch scheiße. Meine Zombie-Zellen-Packs habe ich natürlich jetzt auch alle wieder entfernt. Ne? Jetzt muss hier überall geguckt werden, dass es richtig gemacht werden kann. Was haben wir denn noch, was wir bereinigen müssen? Oh ja, ganz großes Ding. Ich habe doch da diese Kristallbatterien-Internetseite ins Leben gerufen, weil es da vorher noch nichts gab im deutschsprachigen Raum. Und am Anfang haben wir ja mit Kali-Alone rumhantiert, weil das das Erstbeste gewesen ist, was uns in die Hände gefallen ist, auch somit am billigsten gewesen ist. Und hat ja schon ganz gute Ergebnisse geliefert. Ich habe immer noch eine Batterie auf Kali-Alone hier, die geht immer noch. Aber meine ganzen anderen, die ich auch nonstop an der Kotzgrenze betrieben habe, überladen, entladen, mit zu viel Strom geladen und mit zu viel Strom entladen, die haben dann irgendwann die Hufe hochgemacht. Und das, was da jetzt auf alle Fälle hält, ist dieses Ammonium-Alone, mal ganz kurz. Ammonium-Aluminium-Dodehydrat, irgendwas. Ich schreibe die Formel dann nochmal hier drunter. Ja, das muss ich jetzt mal auch noch als Bereinigung mitmachen. Wir haben ja vielleicht, was weiß ich, 10, 20 Videos über die Kali-Alone-Batterien gemacht und vielleicht nur ein oder zwei Videos über das Ammonium-Alone, dass das jetzt mal nicht so ein bisschen untergeht. Ammonium-Alone geht bisher am besten. Da läuft meine Vergleichsbatterie. Nach wie vor ist im E-Scooter verbaut und ja, toi toi toi. Die Segelohrenbob Internetseite ist vom Netz genommen worden. Wer das gemacht hat, wie das passiert ist, keine Ahnung. Ich habe da auch keine Ambitionen, danach zu recherchieren. Das war sowieso nur eine kostenlose Internetseite von Jimdo. Und ich glaube, da habe ich sowieso keine Rechte, wenn ich da frage, was da passiert ist. Ne? Mein Facebook-Account ist jetzt gehackt worden. Ich denke mal, den werde ich demnächst löschen. Ich habe mitbekommen, dass ich angeblich an ganz viele Leute irgendwelche Videos verschicke, die man dann nicht öffnen kann. Und dann hat man sich ein Virus installiert. Ja, freut mich ehrlich gesagt, dass ich so lange machen durfte. Dankeschön. Und ja, ich denke, ich kann die Zeichen jetzt schon deuten. Und na dann. Zieht mal eure neuen Grenzen hoch. Installiert mal das neue Spielfeld, die neuen Regeln. Ja, ich werde mal sehen, was
was danach so rausgekommen ist. Ne? Aber da haben sich bestimmt schon einige ganz viele Pläne gemacht für die Zeit, die jetzt ansteht. Ich wünsche euch mal viel Spaß dabei.